Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Einschlafen-Podcast Episode 450. Ich bin Tobi, ich lese euch heute ein bisschen Immanuel Kant vor aus der Kritik der reinen Vernunft. Davor geht's den Rilke der Woche und davor erzähle ich euch ein bisschen was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Ja, und weil ich so lange nichts über Fußball erzählt habe und weil mir so viele Leute immer sagen, dass sie zu meinen Fußball-Episoden am besten einschlafen könnt und aus aktuellen Anlässen diverser Art und Weise gibt es mal wieder was zum Thema Fußball. Aber vorher wollte ich noch was sagen, und zwar klingt ja 450 fast schon wie ein Jubiläum. Aber irgendwie finde ich es albern, Jubiläen zu feiern, nur weil die Episodenzahl durch irgendwas zu teilen ist, was halbwegs vernünftig klingt. Also ja, also alles, was durch 50 teilbar ist, ist natürlich irgendwie schon ganz cool. Aber irgendwie, naja, so ein richtiges Jubiläum ist das jetzt heute irgendwie nicht. So, stattdessen gibt es aber im Oktober das nächste Jubiläum. Heute ist irgendwie der, was haben wir heute? Ich muss mal das Datum gucken. 29. September 2019. Diese Episode erscheint übermorgen, also am 1. Oktober. Und am 18. Oktober wird dieser Podcast 9 Jahre alt. Am 17. Oktober habe ich selbst Geburtstag. Genau. Und am 15. Oktober erscheint die nächste Folge. Und weil die am nächsten dran ist an diesem Podcast-Geburtstag, werde ich also in der nächsten Episode eine 9 Jahre Einschlafen-Podcast-Episode aufnehmen, obwohl da technisch gesehen noch 3 Tage fehlen. Sei es drum, die nächste Episode nach dem 15. Oktober kommt dann ja erst am plus 14, also 29. Oktober, und das ist dann schon wieder fast verjährt irgendwie dieses Jubiläum. Also 9 Jahre Einschlafen-Podcast wird in der nächsten Episode 451 das Thema sein. Genau, ihr kennt ja alle den Link zu meinem Amazon-Wunschzettel, falls ihr mir was zukommen lassen wollt, da gerne. Aber muss echt nicht sein. Ich habe alles, was ich brauche. Das, was da drauf ist, ist irgendwie so, ja, wär nett, sowas mal zu haben. Und ich bekomme ja auch immer mal irgendwie Geschenke von meinem Wunschzettel. Vielen Dank für das Backpapier, was kein Papier ist, was ich letztens bekommen habe. Und die Backform hatte ich ja auch schon bekommen. Und ja, es ist immer mal was in der Post. Das ist ganz nett, aber muss nicht sein. Postkarten sind auch immer schön. Freue ich mich. Kam jetzt gerade eine aus Australien. Ja, ach, wenn ihr Geld überhabt, dann spendet es auch gerne an irgendwas Sinnvolleres als mir, weil ich habe tatsächlich wirklich genug von allem. Spendet es an Sea-Watch, spendet es an, was weiß ich, die gemeinnützige Organisation eurer Wahl, und alles ist gut. Ja, wollte ich noch irgendwas Meta erzählen? Nö. Ich bin ein bisschen heiser. Liegt daran, ich war tatsächlich in der letzten Woche wieder mal ein bisschen krank. Das ist irgendwie so Herbsterkältung, aber nichts Schlimmes. Und habe auch weiter gearbeitet. Also ich war nicht so krank. Nicht krank genug, um einfach nicht mehr zu arbeiten. Habe mich aber dann teilweise dazu entschieden, lieber hier zu Hause zu arbeiten, um die Kollegen nicht anzustecken. Geht auch ganz gut bei mir. Ich bin heiser, weil ich im Stadion war. Und heute sollte das Thema ja mal wieder Fußball sein. Und der Anlass dafür ist natürlich das Derby von vor 2 Wochen, als der FC St. Pauli mal wieder gegen den Hamburger SV spielen musste. Ja, ich habe jetzt lange nichts mehr zum Thema Fußball erzählt. Da hole ich mal ein bisschen aus. Die Saison fing unter keinem guten Stern für uns bei St. Pauli an. Wir haben ein paar Neuzugänge gehabt. Ich glaube, beim ersten Saisonspiel waren es 4 Neuzugänge. Von denen waren 3 verletzt, und wir haben auch immer wieder schmerzliche Ausfälle bei unseren eigenen, also schon vorhandenen Spielern, vor allem auch Stammspielern. Philipp Ziereis hat sich ja schon letzte Saison, glaube ich, verletzt. Der ist immer noch nicht wieder da. Wichtiger Innenverteidiger. Dann ist Henk Fährmann, der Stürmer, der uns letztes Jahr so viele Tore geschossen hat, hat sich in der letzten Saison verletzt, ist auch immer noch nicht wieder da, trainiert zwar schon wieder, aber fehlt halt immer noch. Und ja, also
verletzten Misere noch und nöcher und es war irgendwie klar, dass es kein brillanter Start in die neue Saison wird. War es auch nicht. Es gab zwar gute Spiele, aber häufig in der letzten Minute dann noch einen Gegentreffer, der uns dann den Sieg gekostet hat oder gerade die Niederlage beschert hat. Deswegen fing es gar nicht so gut an. Die Mannschaft hat sich dann aber gefangen. Es gab auch noch so ein, zwei, also vor dem ersten Spiel auswärts in Bielefeld, wo ich mit meiner älteren Tochter auch war. Das war ganz cool, eine Auswärtsfahrt, Montagabend. Da hat der Trainer Jos Duhukay, den wir Ende letzter Saison verpflichtet haben, so eine in der Pressekonferenz, die eigentlich ganz entspannt angefangen hatte, hat er dann auf einmal angefangen zu meckern und dann war auf einmal alles schlecht und die Mannschaft war schlecht eingestellt und im ganzen Verein gäbe es irgendwie zu viel Trägheit. Und das war so eine Wachrüttelrede, die keiner aber so richtig einschätzen konnte. Tatsächlich sah man das in den ersten Spielen, dass die Spieler einfach nicht auf dem Fitnessstand waren, der notwendig gewesen wäre, um Jos Luhukays Idee von einem guten Fußballspiel umzusetzen. Also Jos lässt sehr offensiv spielen, sehr laufintensiv. Die müssen rennen wie die Verrückten irgendwie und da fehlte bei den meisten halt so ein ganzer Teil an Ausdauer. Also was ab der 60., 65. Minute hat Mats Möller-Dahli dann angefangen, Krämpfe zu bekommen. Was ich so ehrlich gesagt auch noch nicht gesehen hatte. Also beim FC St. Pauli vor allem am Anfang der Saison, dass da solche Konditionsdefizite vorherrschen. Da hat er wohl recht gehabt mit dieser Brandrede. Aber mittlerweile ist das behoben und mittlerweile sieht das echt ganz gut aus, was die da spielen. Und irgendwie klappt das gerade ganz gut. Unser Kapitän Christopher Avivor Jackson hat sich leider auch verletzt. Er hat sich im Spiel gegen Kiel, war das, glaube ich? Gegen wen eigentlich? Nee, gegen Kiel war das nicht. Das war Fürth. Ich glaube, gegen Fürth, genau, hat er sich verletzt. Das Wadenbein gebrochen. Und der fällt auch aus. Das heißt, unsere beiden etatmäßigen Innenverteidiger, Avivor und Ceres, sind nicht da. Stattdessen haben wir relativ spät noch einen James Lawrence, ein Waliser geholt, aus der walisischen Nationalmannschaft sogar, der, glaube ich, zuletzt in Holland gespielt hat. Ja, genau. Der jetzt heute auch ausgefallen ist. Der müsste auch schon wieder ersetzt werden. Also statt Jackson, der ja unser Kapitän wäre, ist jetzt Bubala unser Kapitän. Ich glaube, Bubala ist sogar nur dritter Kapitän. Wer war noch zweiter? Weiß ich gar nicht mehr. Also, wie gesagt, es fällt irgendwie viel aus. Aber Bubala als Kapitän funktioniert erstaunlich gut. Hat er ja in seiner Karriere, als er zu uns gekommen ist, vor 5, 6 Jahren war das ja schon, da hat Bubala super Saisons gespielt. Als linker Verteidiger irgendwie wahnsinnig schnell immer nach vorne gerannt, tolle Flanken gespielt und ja, sehr offensiv. Dann musste er mal links vorne spielen, weil Marcel Halstenberg da war und Halstenberg ist einfach ein fantastischer Linksverteidiger. Der spielt ja jetzt bei RB Leipzig und in der Nationalmannschaft. Der war mal beim FC St. Pauli und in der Zeit hat Bubala dann vorne links gespielt. Da war er dann irgendwie nicht ganz so erfolgreich, nicht so gut. Als Linksverteidiger ist er besser. Als er dann wieder hinten links spielen durfte, weil Halstenberg dann gewechselt ist, war er so durchwachsen, hatte irgendwie mal eine ordentliche Phase, dann aber auch eher so schwache Phasen. Und deswegen war ich auch verwundert, dass er dann jetzt irgendwie Kapitän sein sollte. Aber als Kapitän ist Bubala echt sehr, sehr gut. Er hat ein sehr souveränes Auftreten, sowohl in der Mannschaft, wie er mit den Kollegen umgeht, als auch auf dem Platz. Ist er extrem robust geworden und selbstsicher und das ist echt gut. Ja, genau. Ja, und so hatten wir halt keinen besonders guten Start in die Saison und hatten dann, glaube ich, als das Derby dann war, hatten wir erst 5 Punkte aus 5 Spielen oder 6 Spielen oder so, weiß es nicht mehr. Also recht wenig so und das war, ja, der HSV stand ganz oben und
glaube sogar, war Erster oder Zweiter hinter Stuttgart, keine Ahnung, die sind ja beide recht weit da oben. Hatte mich auch gar nicht so interessiert. Es war aber eigentlich so ein Spiel, wo ich gedacht habe, naja, also alles, was besser als ein 0-3 ist, schon mal ganz gut, denn das letzte Derby gegen den HSV in der letzten Saison haben wir 0-4 verloren und das war recht dramatisch und ich hatte es auch hier im Podcast erzählt, dass das irgendwie ein von den Zuschauern, also von unseren Zuschauern her, nicht so schön war mit irgendwie ja ein paar zu vielen Bengalos auf beiden Seiten und es hat halt auch so genervt und es hat alle so genervt und alle waren genervt, weil die Mannschaft auch nicht gut gespielt hat. Da war ja noch Kautschinski, unser Trainer, und der hatte den Spielern irgendwie anscheinend eine sehr defensive Marschrichtung vorgegeben und das geht beim Derby einfach nicht, das kann man nicht machen und das ist ja massiv in die Hose gegangen. Danach hat die Mannschaft auch irgendwie sehr gegen Kautschinski gespielt, bis er dann rausgeworfen worden ist. Ja, genau, und dieses 0-4 steckt einem schon noch so in den Knochen. Deswegen dachte ich, okay, wir sind gerade nicht so stabil, wir sind gerade nicht so ausdauernd. Der HSV dagegen hat diese Saison eine wirklich tolle Mannschaft. Also die haben sich sehr, sehr gut verstärkt mit Sonny Kittel und Fein und wer war da noch irgendwie in der, im zentralen oder offensiven Mittelfeld, hatten sie noch einen Kinzombi, genau, aus Kiel, oder? Also richtig tolle Spieler dazu geholt. Es funktioniert da einfach auf einmal alles. Bei denen Jatta ist natürlich sowieso irgendwie super Spieler da auf der linken Außenbahn. Und ja, die Erfolge gaben dem System dort recht. Der neue Trainer, den ich immer noch irgendwie nach Hannover verorte immer. Den Namen jetzt gerade gar nicht parat. Ist irgendwie auch so ein Trainer-Urgestein. Der macht da, glaube ich, einen sehr, sehr guten Job. Hier, Hecking, Dieter Hecking. War lange in Gladbach, zuletzt glaube ich in Hannover, oder? Ja. Und ja, das war irgendwie so, wenn wir nur 0-3 verlieren, habe ich gedacht, dann war das schon mal ein Erfolg und alles, was besser ist, ist irgendwie eine Sensation. Und es war dann ja irgendwie deutlich besser. Die ganze Stimmung vor dem Derby war ganz anders als letztes Jahr. Vor beiden Derbys gab es irgendwie so ein bisschen Gehakel in der Stadt irgendwie mit irgendwie die Fangruppierungen haben sich unter, oder die Ultras haben sich so ein bisschen gegenseitig irgendwie aufs Korn genommen, sich gegenseitig Sachen geklaut, keine Ahnung irgendwie und irgendwie auch nicht so schöne Aktionen dabei gewesen, aber es war halt immerhin was los. Dies Jahr so gar nicht. Also jetzt irgendwie Mitte September war das Derby und es, ich war auch gar nicht so in Derby-Stimmung eigentlich. Also es war so, ja, es wird ein Fußballspiel und es wird bestimmt irgendwie was Besonderes, wenn es dann stattfindet, aber es war keine Vorfreude, es war kein, also es war ja mehr so Vorsorge, die ich dann verspürt hatte. Und gab auch keine besonderen Vorkommnisse. Und dann im Stadion selbst war halt eher so die Sorge, okay, wie benehmen sich wohl so die Fanlager, wie stark wird es eskalieren, dass es Pyro geben würde, war irgendwie allen klar. Die Frage war halt nur, wie viel werden beide Seiten wieder so eskalieren wie letztes Mal? Oder werden sie ein bisschen anständigeren, sinnvolleren Umgang? Also ich habe überhaupt nichts gegen Pyro. Ich mag das total gerne, Feuerwerk zu sehen. Ich glaube, auch im Stadion kriegt man das hin, dass das ungefährlich ist. Und ich weiß, die Dämpfe. Und es ist alles gefährlich. Ich glaube, im Wesentlichen ist es auch deshalb gefährlich, weil eben nicht erlaubt ist und dadurch dann natürlich ja, die Leute, die das dann trotzdem machen wollen, halt gezwungen sind, das dort zu machen, wo es vielleicht nicht ganz so sicher wäre. Na gut, also wie gesagt, ich bin eigentlich damit einverstanden, wenn das dann mal szenisch eingesetzt wird. Ich sieht ja auch sehr schön aus. Beim letzten Derby, bei dem 0-4, war ich nicht damit einverstanden, dass es halt ununterbrochen und auch nicht so schön war. Also es gab schöne Pyro-Momente beim 0-4, also bei Anpfiff sah es gut aus und diese rote Feuerwand am Anfang der zweiten Halbzeit sah gut aus, sie war halt nur leider zu spät und während des Spiels und dadurch kam es dann zu einer Unterbrechung, so das war halt doof getimed. Hinterher hat man ja Millern-Ton gehört, dass sie es eigentlich auch vor Wiederanpfiff machen wollten, das aber nicht geklappt hätte.
Übrigens aus Sicherheitsgründen haben sie sich dazu entschieden, das dann irgendwie später zu starten. Ich hätte mich gefreut, wenn sie es dann gar nicht gemacht hätten, aber es hat halt dann auch nicht geklappt. Ja, aber dieses dauernd noch ein Pyro, noch ein Pyro, ein Bengalo nach dem nächsten, dann ein und dann winkt einer mit dem Bengalo und das ist dann halt irgendwie auf einmal nichts mehr Besonderes, nichts Schönes mehr und das war einfach nervig. Dieses Mal war vor dem Spiel und vor der ersten Halbzeit gar nichts mit Pyro. Stattdessen gab es auf der Südtribüne wieder mal eine äußerst anspruchsvolle Choreo mit einer Blockfahne, die halt die ganze Süd abgedeckt hat in Schwarz und da drauf dann eine Hand, die vier Finger hochgehalten hat. Und dann sollte halt der Zeigefinger, der Ringfinger und der kleine Finger sollten dann runtergezogen werden, um halt einen Stinkefinger stehen zu lassen. Darunter dann noch irgendwie Scheiß DFL, Scheiß DFB, lauter so. Wir finden alle doof. Interessanterweise war der HSV nicht dabei, sondern noch irgendwie die Polizei oder irgendwen fanden sie noch alles doof. Und da haben sie halt allen den Stinkefinger gezeigt. Leider hat das mit den Finger runterziehen nicht so geklappt. Da war irgendwie, das war wohl zu schwer, zu schwierig. Es hatte dann auch angefangen zu regnen. Dadurch war das wohl ein bisschen schwieriger als gedacht. Es sah ein bisschen lustig aus, wie dann erst nur der kleine Finger verschwunden ist und dann irgendwie der Ringfinger. Es sah eine Zeit lang so aus, als würden halt Zeige und Mittelfinger stehen bleiben. Das wäre dann ein ganz schönes, so ein prophetisches Signal gewesen für die zwei Tore, die wir dann geschossen hätten. Denn ja, tatsächlich, also wir haben das Spiel mit 2:0 gewonnen und das auch noch richtig schön. Also es war ein spannendes Spiel, von beiden Seiten gut gekämpft, gut gespielt. Der HSV hatte nur halt wirklich Abschlusspech, also mehrfach irgendwie sehr gute Chancen versemmelt. Einmal ist Hansi Hinterseers Sohn, ist das, glaube ich. Wie heißt denn der mit Vornamen? Also Hinterseer heißt er zumindest mit Nachnamen. Ist der Sohn oder Enkel oder Neffe von diesem Fernsehtypen? Hat er sich selbst angeschossen, also steht vorm leeren Tor 5 Meter davor und kriegt den Ball irgendwie drüber, keine Ahnung. Und irgendwie war irgendwann halt klar, die kriegen den Ball halt nicht rein. Wir dagegen haben ihn einmal selbst reinbekommen und einmal haben wir einen schnell geschickt ausgeführten Freistoß vors Tor gebracht, Knoll verlängert und Van Drongelen, der HSV-Innenverteidiger, ja, recht unglücklich, bringt er ihn halt selber ins Tor, also ein Eigentor. Ja, genau, dann gewinnt man halt 2:0. Nicht unverdient, weil wir halt auch sehr hart dafür gekämpft haben, unsere Spieler, und trotzdem natürlich glücklich, weil der HSV natürlich auch seine Chancen hatte, noch Tore hätte schießen können. Ja, und das war der abgefahrenste Stadionmoment, den ich hier erlebt habe. Dieses 1:0, als der Ball dann im Netz gezappelt ist, da hätte ich mir beinahe ein bisschen in die Hose gemacht. Also nee, also ein Glücksgefühl, da liegt man dann irgendwie wildfremden Leuten im Arm und jubelt und freut sich, und das war grandios. Also wirklich, sowas habe ich halt im Stadion noch nicht erlebt. Wahnsinnig gute Stimmung dann natürlich zur Halbzeit, also nach der Halbzeitpause, als die Mannschaften wieder aufgelaufen sind, gab es dann Pyro auf beiden Seiten. Von uns ein sehr schön choreografiertes Feuerwerk mit Raketen, so von den HSV-Fans, mehr so Bengalos und Rauch. Später gab es dann auch von denen so Knaller, die dann irgendwie so, stimmt, die haben noch so ein richtiges Feuerwerk mit Raketen, die dann halt so blütenförmig aufgehen, haben sie auch noch abgefeuert. War, ja, na gut, also wie gesagt, ich mag halt Feuerwerk. Von den HSV-Fans. Die haben es wahrscheinlich auch ein bisschen schwerer, dann die richtigen Sachen da reinzuschummeln und so, das ist schwieriger zu choreografieren. Und am Ende haben sie es dann auch übertrieben, also als dann irgendwie, als wir 2:0 geführt haben und das irgendwie klar war, ich glaube, das war 85. Minute das Eigentor oder 80., also recht spät, da haben die dann irgendwie ihren Rest verballert
Und am Ende der Nachspielzeit auch leider sehr unfair. Irgendwie haben sie dann so Raketen aufs Spielfeld, also Bengalos aufs Spielfeld geworfen, was ja schon mal irgendwie blöd ist, aber dann auch Raketen aufs Spielfeld geschossen. Und einmal ging das nur so relativ knapp an unserem Torwart Himmelmann vorbei. Das war irgendwie, ja, vielleicht nicht wirklich gefährlich, aber die Gefahr hat irgendwie in Kauf genommen und das geht einfach mal gar nicht. Also, sehr, 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 sehr schade gewesen. Aber als dann der Abpfiff kam und wir tatsächlich das Derby gewonnen hatten, da war dann auch schon wieder alles. Also tatsächlich genau nach dieser Rakete irgendwie auf Himmelmann hat der Schiri dann die Nachspielzeit verkürzt und abgepfiffen. Da war irgendwie das Glücksgefühl dann doch in der Überhand. Und ja, es war sehr, sehr schön. Und dann haben wir das Derby wieder gewonnen. Jetzt sind wir wieder Derby-Sieger. Scheint so hin und her zu gehen. Die letzten beiden Derby-Siege, also der HSV-Sieg im Februar, nee, wann waren das? Im April? Wann war das Derby? März, April, irgendwie so. Er hat halt den HSV mit dem Derby-Fluch belegt, weil ab da hat der HSV ja nichts mehr gewonnen, bis dann ganz am Ende auch nichts mehr zu gewinnen war, weil es irgendwie um nichts mehr ging. Sind eben nicht aufgestiegen. Bis zum Derby 4:0-Sieg sah es ja ganz gut aus für den Aufstieg. Danach haben sie erstmal nur noch verloren und das war dann der Derby-Fluch, den wir bei unserem letzten Derby-Sieg 2011, 16. Februar 2011 war das, glaube ich, ne? Da hat FC St. Pauli beim HSV im Volksparkstadion, die damals noch irgendwie anders hieß, wahrscheinlich AOL Arena oder so, gewonnen. Und das war der letzte Sieg, den der FC St. Pauli in der ersten Liga gemacht hat. Denn seitdem, nach diesem Auswärtssieg 1:0 beim HSV, hat der FC St. Pauli, glaube ich, nur noch einmal unentschieden gespielt. Ansonsten alles verloren, ist halt irgendwie sang- und klanglos als 18. abgestiegen. Das letzte Spiel war Heimspiel am Millerntor gegen Bayern München. Das haben wir dann noch irgendwie 8:1 oder so verloren. Weil wir eh schon, also wir waren schon abgestiegen. Ich glaube, wir waren sogar schon definitiv letzter. Es war das letzte Spiel mit Holger Stanislawski als Trainer und irgendwie, das war so eine richtige Mörderklatsche. Da hatten die Bayern-Spieler auch keiner Barm. Ja, Derby-Fluch, ne? Und jetzt haben wir das Derby gewonnen vor 2 Wochen und da war natürlich jetzt die Angst, okay, dann haben wir jetzt den Derby-Fluch. Aber letzte Woche auswärts in Osnabrück haben wir 0:1 zurückgelegen, relativ früh, 17. Minute oder so, mit einem sehr schnell ausgeführten Freistoß, sehr geschickt gemacht. Direkt verwandelter Freistoß in die Torwartecke, da sah Himmelmann auch nicht so ganz gut aus, der war noch nicht ganz irgendwie bei der Sache, war ganz überrascht. Hätte aber halt theoretisch haben müssen. Aber zum Glück hat dann Dimitrios Diamantakos, unser Stürmer, der gerade Henk Fehrmann vertritt sozusagen, also auch ein sehr guter Stürmer, aber ja, diese Woche war er übrigens auch verletzt und hat dann gefehlt. Aber der hat eine super Vorarbeit geleistet, ein tolles Solo nach vorne links in 16er rein und dann irgendwie auf Ryo Miyaishi reingespielt und der setzt das Ding da total humorlos in Kasten 1:1 und haben wir wenigstens einen Punkt mitgebracht aus Osnabrück. Und das war dann schon so, ja, vielleicht war das schon irgendwie der Sieg gegen den Derby-Fluch und heute war dann das Spiel gegen den SV Sandhausen. Sankthausen, haben wir auch mal gerne gesagt. Das ist so ein ganz sympathischer Verein. Sandhausen, ich weiß gar nicht, wie groß das ist, aber es ist relativ kleiner Verein und die halten sich aber schon seit 8 Jahren jetzt in der zweiten Liga. Und machen vieles irgendwie richtig. Also sind sehr stabil irgendwie dabei. Haben Dennis Diekmeier vom HSV geholt. Ich glaube, Mitte letzter Saison oder so, der da irgendwie sehr aufblüht und viel Verantwortung übernimmt und gut spielt. Der hat sich heute auch ordentlich ins Zeug gelegt gegen seinen ehemaligen
Erzrivalen FC St. Pauli wollte er wahrscheinlich ein besonders gutes Spiel machen, ist ihm nicht geglückt. Und Assis Bouadous, ein Stürmer, der mal von SV Sandhausen zu uns gewechselt ist, vor 4, 5 Jahren oder so. Vor 4 Jahren muss das gewesen sein. Der war dann 2 Jahre bei uns. In der ersten Saison war er sehr, sehr gut. Hat etliche Tore gemacht. In der zweiten Saison leider gar nicht so. Er war dann bei der Weltmeisterschaft dabei für Marokko. Marokko? Ja, ich glaube Marokko. Irgendein nordafrikanisches Land. Peinlich, weiß ich gerade nicht. Ich glaube Marokko. Und hat bei der Weltmeisterschaft gespielt. Hat sogar ein Tor erzielt, leider ins eigene Tor. Aber das passiert halt. Immerhin hat er bei der Weltmeisterschaft gespielt. Und der spielt, der hat dann von uns den Weg über Saudi-Arabien gewählt. Irgendwie, der war halt bei uns nicht besonders glücklich dann am Ende. Und ist jetzt wieder zurück beim SV Sandhausen. Hat heute sogar auch irgendwie, ist dann eingewechselt worden, hat dann gespielt. Ist auch, glaube ich, ganz freundlich empfangen worden. Viele fanden ihn zu pomadig, zu schlecht. Ich mochte ihn immer. Ist irgendwie witziger Typ. Atze. Atze Bouadous. Ja, jetzt spielt er da. Hat er auch kein Tor gemacht. Hatte eine gute Chance, aber Himmelmann hat gehalten. Ja, ich meine, 2-0. Das zweite Mal 2-0 hintereinander bei Heimspielen fühlt sich extrem gut an. Heute war es so, dass Finn-Ole Becker, unser Eigengewächs aus der eigenen Jugend, der ist jetzt 19 Jahre alt und ist letzte Saison das erste Mal irgendwie für uns in den Profikader gekommen und es hieß schon so, oh, das ist ein Top-Spieler irgendwie. Gut, dass wir den in die Profimannschaft holen und mittlerweile ist er gesetzt. Also der hat, glaube ich, jedes Spiel bisher gemacht in der Startelf, ist in der, ja, im offensiven Mittelfeld, defensiv, also der wirbelt auch überall rum und super toller Spieler, ganz tolle Übersicht, tolle Pässe, tolles Aufbauspiel, also Wahnsinn, wie der sich schon eingefunden hat in der Profimannschaft und ja, heute in der 8. Minute kommt er da irgendwie angerannt, so aus dem Mittelfeld hat er irgendwo den Ball bekommen. Ich glaube, von Mats Meledali hat ihm den Ball gegeben und dann geht er erstmal irgendwie 15 Meter und steht dann irgendwie 20 Meter Entfernung. Was er steht, also kommt er irgendwie so angelatscht und schießt ihn dann einfach rein. Also macht so einen 20 Meter Schuss. Ditcht einmal auf, hat halt ordentlich geregnet heute und dann haben wir in der 8. Minute schon 1-0 geführt. Vollkommen aus dem Nichts irgendwie das Tor geschossen, also war gar keine Chance, sondern einfach mal irgendwie aus der Entfernung zweite Reihe probiert und drin, also super Tor und schön, war das erste Profitor für Finn-Ole Becker beim FC St. Pauli, sein erstes Profitor natürlich insgesamt, weil er vorher nicht woanders gespielt hat und ja, fantastisch. Genau, und das ging dann so weiter, dass wir irgendwie sehr gut immer nach vorne gespielt haben. Chancenverwertung war so, geht so irgendwie. Es gab irgendwie noch mehrere super Chancen, die eigentlich hätten drin sein müssen. Inklusive einem Kopfball von Gyökeres, einem schwedischen Stürmer, der jetzt irgendwie im Sommer zu uns gekommen ist. Ich glaube, der war auch erst verletzt, als er dann kam. Und mittlerweile muss er dann ja spielen, weil Fährmann ist noch nicht fit genug und Diamantakos war jetzt irgendwie verletzt. Also haben wir den gebracht. Steht vor dem leeren Tor, kriegt den Kopfball nicht richtig runter und der geht dann an die Latte und wieder raus. Aber in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit Wahnsinnskombination mit Miyaishi und Meledali, glaube ich, über rechts und dann kriegt Gyökeres ihn da im Strafraum zu kriegen und dann kullert der Ball ins Tor. Das sah echt ziemlich lustig aus, weil er halt nicht schnell ins Tor geflogen ist dabei, sondern ganz langsam reingerollt ist. Aber war, ja, schönes Tor, kann man machen. Also vor allem die Vorarbeit war äußerst sehenswert. Und dann war das so ein ganz entspannter Sieg. Also das war irgendwie witzigerweise das gleiche Ergebnis wie vor 2 Wochen gegen den HSV. Aber überhaupt nicht so, also nicht so, dass man fremden Leuten in den Arm liegt, sondern so, ja, freut sich irgendwie, schönes Spiel, schönes Tor, hat sich hinterher so ein bisschen die Haare gerauft, weil es nochmal irgendwie mehrere hundertprozentige Chancen gab, die dann eben nicht reingegangen sind, weil der Sandhausener Torwart Fechtel, wie heißt er denn? Keine Ahnung, Frei?
Ich hab's vergessen. Der hat extrem gut gehalten. Also der hat wirklich, weiß nicht, hätte 4-5-0 ausgehen können, sollen, müssen. Gyökeres hatte noch eine Chance. Miyaishi hatte noch eine Chance. Knoll hatte noch eine Chance und alle hätten eigentlich drin sein müssen, aber waren sie halt nicht, weil dieser Torwart so wahnsinnig gut gehalten hat. Sollte eigentlich Spieler des Spiels sein. Was natürlich bei einer 2-0-Niederlage ein bisschen komisch ist, wenn der Torwart das dann wird. Na, also für mich ist natürlich Finn-Ole Becker Spieler des Spiels heute, weil er ja, ein sehr, sehr schönes erstes Tor geschossen hat und direkt danach noch irgendwie einen Tor verhindert hat, also auch in der Abwehr war er sehr aktiv und insgesamt einfach ein tolles Spiel gemacht hat. Unsere Nummer 37. Ja, genau. Aber wie gesagt, so im Kontrast zum Derby-Sieg war es natürlich irgendwie fast schon entspannt. Also ein sehr souveräner, sicherer Sieg mit 3 Punkten. Hinterher in den Interviews hat, weiß nicht, gab es irgendwie sehr, sehr gute Laune. Knoll hat sich ordentlich eingefeixt und irgendwie der Interviewer hat dann gefragt, so, ja, warum hast du den denn nicht reingemacht? Und ach, Mensch, musst du mich daran erinnern, hatte ich schon verdrängt. War ganz lustig. Ja, genau. Und dann gab es für uns noch eine schöne Sache. Und zwar haben wir uns in der Sommerpause entschieden, Trikotpaten zu werden. Hatte ich schon öfter mal überlegt, ob man das nicht mal machen könnte. Das kostet halt irgendwie eine Stange Geld. Aber ja, denn dafür ist man dann Trikotpate und das bedeutet, dass man dann in der Stadionzeitung immer als Trikotpate mit drin steht und auf der Webseite irgendwie mit einem Foto als Trikotpate vermerkt ist bei der Mannschaftsaufstellung. Ja, aber im Wesentlichen kriegt man halt ein Trikot von dem entsprechenden Spieler, den man dann unterstützt und mit Übergabe halt, dann trifft man den dann und schnackt ein bisschen und macht halt ein Foto und so. Und da hatte ich halt mal Lust zu und da hatte ich geguckt, wir hatten gerade keinen Trikotpaten und ja, Matze Hain hatte tatsächlich letztes Jahr gar keinen Trikotpaten, habe ich dann mal gefragt und ja, das hat dann geklappt. Matze Hain ist unser Torwarttrainer, ist also gar kein Spieler, sondern Trainer. War aber früher Spieler bei uns, halt auch als Torwart für uns gespielt. Schon eine Weile her. Ich glaube schon vor 10 Jahren. Vor 8 Jahren vielleicht sogar noch. Ja, so lange ist auch noch nicht her. Aber ist halt auch so ein Typ und irgendwie ein ganz, ganz netter Typ. Ich glaube eigentlich ist er Bielefelder. Sehr sympathisch. Vom Auftreten her so ein knorriger, cooler Typ irgendwie. Und der macht halt auch einen extrem guten Job. Also wir haben seit etlichen Jahren kein Torwartproblem gehabt. Also mit ihm natürlich auch nicht. Und als er dann Torwarttrainer geworden ist, da hatten wir dann Benedikt Pliquet und ach, alle, ich kriege die gar nicht mehr alle aufgezählt, die wir da hatten. Die dann ja teilweise auch irgendwie zu höherklassigen Vereinen gewechselt sind. Und jetzt Himmelmann haben wir auch schon eine ganze Weile mit dabei. Philipp Herwagen übrigens war heute auch im Stadion, der war ja auch schon mal Torwart bei uns, meistens irgendwie vertretungsweise, aber eine Zeit lang musste er auch dann ins Tor, als Himmelmann sich verletzt hatte. Der ist nämlich jetzt beim SV Sandhausen gelandet und ist da irgendwie ja, Ersatztorwart geworden. Und ja, alles irgendwie super Typen. Also unsere Torhüter sind schon lange Zeit irgendwie sehr, sehr gut. Und deswegen fand ich das auch, also finde ich auch super, irgendwie Trikotpate von ihm zu sein. Natürlich, klar, Mats Möller-Daly ist irgendwie Traumspieler, irgendwie, den wird man gern mal in den Arm nehmen und lieb haben, weil er halt so ein einfach knuddeliger Typ auch ist. Ich bin ja schon lange Zeit großer Fan von Christopher Buchtmann und so, aber die waren natürlich alles schon vergeben. Und Matze Hain ist eine Institution, das ist auch eine Legende irgendwie. Ja, habe ich mich da gefreut. Und heute nach dem Spiel war dann endlich die Trikotübergabe. Ich wurde dann noch gefragt, willst du denn ein Trikot haben? Oder für die Trainer muss man als Trikotpate dann kein Trikot nehmen, sondern kann auch so eine Trainerklamotte, so einen Trainingsanzug, irgendwie so eine Trainingsanzugsjacke nehmen. Wollte ich aber nicht. Ich wollte lieber
das aktuelle Torwarttrikot haben. Das ist nämlich cool pink. Und dann mit Matze Hain Flock hinten drauf, also Hain und 25. Und irgendwie hatte ich mich darauf gefreut. Und heute nach dem Spiel war es dann soweit. Wir hatten nicht viel Zeit, weil Lovis noch zum Cheerleading musste, unsere Lütte. Also sind wir direkt nach Abpfiff dann rüber auf die Süd, durften kurz in den Ballsaal uns was zu futtern und zu trinken schnappen. Tatsächlich waren wir so schnell auf der Süd und im Ballsaal, dass wir dort dann noch irgendwie die Ehrenrunde der Mannschaft, also das Ende der Ehrenrunde irgendwie mitfeiern konnten. Da standen sie dann gerade vor der Süd und es war natürlich auch ganz lustig. Ja, und dann ging es runter in die Geschäftsstelle. Da lagen dann auch gerade die Trikots von Finn-Ole Becker. Der hat heute auch Trikotübergabe von seinem Trikotpaten gemacht, was heute natürlich besonders cool ist, glaube ich. Und noch einer lag da. Keine Ahnung. Zumindest hat dann der entsprechende Mitarbeiter vom FC St. Pauli gesagt, hier komm, lass uns runtergehen, ihr müsst ja früh los. Dann sind wir runter in den Spielertunnel und dann standen wir halt da, wo die ganzen Spieler halt quasi wo halt die Umkleiden waren und das war irgendwie auf einmal so, huch, damit hatten wir jetzt gar nicht gerechnet. Dann war da irgendwie so ein Raum, wo Mats Möller-Lahdi drin sitzt und telefoniert und dann kam irgendwie Christian Conte vorbei und dann kam irgendwie dieser und jener und irgendwie lauter Spieler kam irgendwie da vorbei. Auf einmal steht Jan-Philipp Kaller, Schnecke, der Fußballgott, mit freiem Oberkörper vor uns und sagt so, ah, hallo, ich bin Jan. Total nett. Einmal Hände geschüttelt. Mats Möller-Lahdi kam dann auch noch vorbei, als er fertig war mit Telefonieren und hat uns kurz Hallo gesagt. Und das war total nett irgendwie. Also richtig irgendwie so ein Traumerlebnis. Mareile war richtig, die ist richtig rot geworden und also vor Freude einfach. Wir waren richtig aufgeregt. Hat sich richtig doll gefreut. War auch, also für mich auch, also war schon irgendwie, weiß nicht, ich habe kurz überlegt so, nee, hab eben nicht, also hinterher habe ich dann überlegt, so, er hat mal ein Handy rausgenommen, ein paar Selfies mit den Spielern da gemacht, aber das hätte auch, glaube ich, gar nicht so gepasst, das war irgendwie mehr so, ja, so freundschaftlich, so hallo, kennenlernen, guten Tag, keine Ahnung, und das, dann irgendwie Selfies machen und die dann irgendwie auf so ein Podest zu heben, irgendwie gar nicht so angemessen gewesen. Ja, stattdessen kam dann Matze Hain zu uns und sehr, sehr nett kurz geklönt. Dann hat er die Fotos gemacht, auch da unten im Spielertunnel vor so einer Totenkopfwand. Da kam dann Cenk Şahin gerade vorbei, auch ein Spieler von uns, der ja auf den große Hoffnungen lagen irgendwie. Letzte Saison hatten wir dann ausgeliehen nach Ingolstadt, weil er sich nicht durchsetzen konnte bei uns in Ingolstadt. Konnte sich auch nicht durchsetzen, die sind dann ja auch abgestiegen. Sind sie abgestiegen? Ja, sind abgestiegen. Jetzt ist er wieder bei uns, aber es spielt gerade irgendwie nicht so. Ist jetzt glaube ich, auch gerade verletzt. Saß aber auch bisher nur auf der Bank, wenn überhaupt. Aber trotzdem ein witziger Typ. Als wir dann gerade das Foto mit Matze Hain gemacht haben, hat er irgendwie rumgealbert und irgendwie Fotobombing sich mit reingestellt. Und keine Ahnung. War einfach witzig. Hat Spaß gemacht da mit denen. Genau, haben wir das schöne pinkfarbene Trikot bekommen und sind dann wieder abgerauscht und waren ganz berauscht von dieser kurzen, von diesem kurzen Erlebnis beim FC St. Pauli im Spielertunnel in den Katakomben. Roch auch schon so ein bisschen nach Sportland. Also nee, hat nicht doll gestunken, war nicht so wie in so einer Turnhalle, wo irgendwie 100 Jugendliche jeden Tag irgendwie durchrauschen. Ich finde, ja, Turnhallen haben so einen ganz besonderen stechenden Geruch, weil Jugendliche, die dann auch anfangen, Körpergeruch zu entwickeln, die merken das ja nicht gleich, dass man sich dann auch regelmäßig duschen sollte. Und das ja, riecht man dann eben in den entsprechenden Turnhallen. Da nicht so. Das war schon alles okay. Genau. Stimmt, Ryomi Ishii war auch kurz da, auch kurz Hallo gesagt. Ach, toll. Das war schön. Genau, es war so wirklich so. Ach. Klar, es war irgendwie viel Geld, was wir irgendwie dem Verein dafür gegeben haben, aber eigentlich ja, will man damit ja nicht sich irgendwas erkaufen, dass man dann eben ein Trikot hat oder irgendwie in der Stadionzeitung steht, das ist mir alles nicht so wichtig. Dieser Moment war wunderschön, aber eigentlich macht man das halt, um den Verein zu unterstützen. Ne? Das ist eine Spende an den Verein sozusagen. Und trotzdem, dieser Moment, den haben wir sehr
genossen. Vielleicht machen wir das nächstes Jahr wieder. Gut, dann habe ich noch irgendwas zu erzählen zum FC St. Pauli. Ja, jetzt stehen wir natürlich ganz gut da, ne? Jetzt haben wir irgendwie auf einmal nicht mehr nur 5 Punkte, sondern was weiß ich, was haben wir jetzt, 12 oder so? Und ja, sind so im sehr gefestigten Mittelfeld, also sechster Platz. Ich glaube, Kiel ist auf dem 3. Platz und hat irgendwie 15 Punkte. Sind also schon eher oben dran als unten drin. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt Aufstiegsgefühle hätten, sondern es ist einfach nur so, ja, es fühlt sich sehr, sehr gut an, dass wir eben nicht unten im Keller stehen, sondern dass wir im Moment so eine sehr stabile Phase haben. Das ist bei den ganzen Ausfällen, die wir im Moment zu kompensieren haben. Heute musste irgendwie Østigard, Neuzugang im Winter, nee, jetzt im Sommer, mit Buballa, der ja eigentlich Linksverteidiger ist, zusammen in der Innenverteidigung spielen. Weil einfach keine anderen Innenverteidiger mehr da frei waren. Das ist schon eine ganz schöne schwierige Situation bei uns im Kader. Wir haben sehr, sehr viele Spieler im Kader, aber eben, ja, wir brauchen sie auch alle. Und dass es trotzdem so stabil läuft, fühlt sich jetzt gerade sehr, sehr gut an und irgendwie, ja, macht man sich bei so einem guten Kader dann keine wirklichen Sorgen um den Abstieg. Und das war ja letzte Saison ganz anders. War das letzte Saison ganz anders? Letzte Saison hatten wir Abstiegsangst? Nee, hatten wir gar nicht. Nee, also Anfang dieser Saison hatte ich so ein bisschen Sorge, dass es eben nicht wieder so weit oben ist. Letzte Saison war doch eigentlich ganz gut. Da haben wir dann am Ende waren wir auf dem 9. Platz oder so, weil wir die letzten paar Spiele nicht mehr so durchgezogen haben. Ja, so war das. Nee, aber wir haben ja immer mal wieder, stehen wir dann unten drin und dann brauchen wir einen Ewald Lien als Trainer, um uns wieder irgendwie aus der Abstiegszone rauszuholen und so. Das ist irgendwie, ja, also so richtig gefestigter Zweitligist. Ich glaube, Sandhausen ist gefestigterer Zweitligist als wir. Und das sagt auch schon so einiges. Ja. Genau. Jetzt ist meine Nase schon so ein bisschen dicht. Aber trotzdem will ich euch natürlich noch ein bisschen vorlesen. Der Rilke der Woche ist immer noch im Stundenbuch. Genau, wir sind jetzt bei 17% des Gesamtwerks von Rilke. Und wenn ich abends immer weiterginge aus meinem Garten drin, ich müde bin, ich weiß, dann führen alle Wege hin zum Arsenal der ungelebten Dinge. Dort ist kein Baum, als legte sich das Land und wie um ein Gefängnis hängt die Wand ganz fensterlos in siebenfachem Ringe und ihre Tore mit den Eisenspangen, die denen wehren, welche hin verlangen, und ihre Gitter sind von Menschenhand. Und doch, obwohl ein jeder von sich strebt, wie aus dem Kerker, der ihn hasst und hält, es ist ein großes Wunder in der Welt. Ich fühle, alles Leben wird gelebt. Wer lebt es denn? Sind das die Dinge, die wie eine ungespielte Melodie im Abend wie in einer Harfe stehen? Sind das die Winde, die von Wassern wehen? Sind das die Zweige, die sich Zeichen geben? Sind das die Blumen, die die Düfte weben? Sind das die lang alternden Alleen? Sind das die warmen Tiere, welche gehen? Sind das die Vögel, die sich fremd erheben? Wer lebt es denn? Lebst du es, Gott, das Leben? Du bist der Alte, dem die Haare von Ruß versengt sind und verbrannt. Du bist der große Unscheinbare mit deinem Hammer in der Hand. Du bist der Schmied, das Lied der Jahre, der immer an dem Amboss stand. Du bist, der niemals Sonntag hat, der in die Arbeit eingekehrt, der sterben könnte überm Schwerte, das noch nicht glänzend wird und glatt, wenn bei uns Mühle steht und Säge und alle trunken sind und träge, dann hört man deine Hammerschläge an allen Glocken der Stadt. Ja. So sieht's aus. Ich muss eine kleine Notiz machen, dass ich das wieder finde, wo ich aufgehört habe. Und dann greife ich mal hier
zu dem roten Buch, das mich jetzt schon fast 9 Jahre begleitet. Denn nur in der allerersten Episode hatte ich ja nicht Kant vorgelesen, aber schon in der zweiten, glaube ich. Vor 9 Jahren. Bald. Doch. Wir sind bei Immanuel Kant, Kritik der reinen Vernunft. Zweiter Band auf Seite B, 680, 570 in diesem roten Buch. Also, Augen zu und zugehört. Wir finden diese transzendentale Voraussetzung auch auf eine bewundernswürdige Weise in den Grundsätzen der Philosophen versteckt, wiewohl sie solche darin nicht immer erkannt oder sich selbst gestanden haben. Dass alle Mannigfaltigkeiten einzelner Dinge die Identität der Art nicht ausschließen, dass die mancherlei Arten nur als verschiedentliche Bestimmungen von wenigen Gattungen, diese aber von noch höheren Geschlechtern und so weiter behandelt werden müssen, dass also eine gewisse systematische Einheit aller möglichen empirischen Begriffe, sofern sie von höheren und allgemeineren abgeleitet werden können, gesucht werden müsse. Ist eine Schulregel oder logisches Prinzip, ohne welches kein Gebrauch der Vernunft stattfände, weil wir nur sofern vom Allgemeinen aus Besondere schließen können, als allgemeine Eigenschaften der Dinge zum Grunde gelegt werden, unter denen die Besonderen stehen. Dass aber auch in der Natur eine solche Einhelligkeit angetroffen werde, setzten die Philosophen in der bekannten Schulregel voraus, dass man die Anfänge, Prinzipien nicht ohne Not vervielfältigen müsse. Entia praeter necessitatem non esse multiplicanda. Dadurch wird gesagt, dass die Natur der Dinge selbst zur Vernunfteinheit Stoff darbiete, und die anscheinende unendliche Verschiedenheit dürfe uns nicht abhalten, hinter ihr Einheit der Grundeigenschaften zu vermuten, von welchen die Mannigfaltigkeit nur durch mehrere Bestimmungen abgeleitet werden kann. Dieser Einheit, ob sie gleich eine bloße Idee ist, ist man zu allen Zeiten so eifrig nachgegangen, dass man eher Ursache gefunden, die Begierde nach ihr zu mäßigen, als sie aufzumuntern. Es war schon viel, dass die Scheidekünstler alle Salze auf 2 Hauptgattungen, saure und laugenhafte, zurückführen konnten. Sie versuchten sogar auch diesen Unterschied bloß als eine Varietät oder verschiedene Äußerungen eines und derselben Grundstoffs anzusehen. Dass mancherlei Arten von Erden, den Stoff der Steine und sogar der Metalle, hat man nach und nach auf 3, endlich auf 2 zu bringen gesucht. Allein damit noch nicht zufrieden, können sie sich des Gedankens nicht entschlagen, hinter diesen Varietäten dennoch eine einzige Gattung, jawohl, gar zu diesen und den Salzen ein gemeinschaftliches Prinzip zu vermuten. Man möchte vielleicht glauben, dieses sei ein bloß ökonomischer Handgriff der Vernunft, um sich so viel als möglich Mühe zu ersparen und ein hypothetischer Versuch, der, wenn er gelingt, dem vorausgesetzten Erklärungsgrunde eben durch diese Einheit Wahrscheinlichkeit gibt. Allein eine solche selbstsüchtige Absicht ist sehr leicht von der Idee zu unterscheiden, nach welcher jedermann voraussetzt, diese Vernunfteinheit sei der Natur selbst angemessen und dass die Vernunft hier nicht bettle, sondern gebiete, obgleich ohne die Grenzen diese Einheit bestimmen zu können. Wäre unter den Erscheinungen, die sich uns darbieten, eine so große Verschiedenheit, ich will nicht sagen der Form, denn darin mögen sie einander ähnlich sein, sondern nach dem Inhalt, das heißt der Mannigfaltigkeit existierender Wesen nach, dass auch der allerschärfste menschliche Verstand durch Vergleichung der einen mit der anderen nicht die mindeste Ähnlichkeit ausfindig machen könnte, ein Fall, der sich wohl denken lässt, so würde das logische Gesetz der Gattung ganz und gar nicht stattfinden und es würde selbst kein Begriff von Gattung oder irgendein allgemeiner Begriff, ja sogar kein Verstand stattfinden, als der es lediglich mit solchen zu tun hat. Das logische Prinzip der Gattungen setzt also ein transzendentales voraus, wenn es auf Natur, darunter ich hier nur Gegenstände, die uns
gegeben werden, verstehe, angewandt werden soll. Nach demselben wird in dem Mannigfaltigen einer möglichen Erfahrung notwendig Gleichartigkeit vorausgesetzt, ob wir hier gleich ihren Grad a priori nicht bestimmen können, weil ohne dieselbe keine empirische Begriffe, mithin keine Erfahrung möglich wäre. Dem logischen Prinzip der Gattung, welches Identität postuliert, steht ein anderes, nämlich das der Arten entgegen, welches Mannigfaltigkeit und Verschiedenheiten der Dinge unerachtet ihrer Übereinstimmung unter derselben Gattung bedarf und es dem Verstande zur Vorschrift macht, auf diese nicht weniger als auf jene aufmerksam zu machen, zu sein. Dieser Grundsatz der Scharfsinnigkeit oder des Unterscheidungsvermögens schränkt den Leichtsinn der Ersteren des Witzes sehr ein und die Vernunft zeigt hier ein doppeltes ineinander widerstreitendes Interesse, einerseits das Interesse des Umfanges, der Allgemeinheit in Ansehung der Gattung, andererseits des Inhalts der Bestimmtheit in Absicht auf die Mannigfaltigkeit der Arten, weil der Verstand im ersteren Falle zwar viel unter seinen Begriffen, im zweiten aber desto mehr in denselben denkt. Auch äußert sich dieses an der sehr verschiedenen Denkungsart der Naturforscher, deren einige, die vorzüglich spekulativ sind, der Ungleichartigkeit gleichsam Feind, immer auf die Einheit der Gattung hinaussehen, die anderen, vorzüglich empirische Köpfe, die Natur unaufhörlich in so viel Mannigfaltigkeit zu spalten suchen, dass man beinahe die Hoffnung aufgeben müsste, ihrer Erscheinung nach allgemeinen Prinzipien zu beurteilen. Ja. Bis dahin fehlt mir wieder ein Stift, hier eine Markierung zu machen. Aber auch nicht schlimm. Das werde ich mir schon merken können, dass ich da unten auf der Seite bin. In diesem Sinne schicke ich euch jetzt alle mal ins Bett. Wir hören uns wieder am 15. Oktober, das ist der Dienstag vor dem Podcast-Geburtstag. Bis dahin wünsche ich euch ausreichend gute Nächte. Es wird ja jetzt immer früher dunkel, es wird richtig schnell dunkel mittlerweile. Der September war ja auch der Monat, in dem die Tageslänge am schnellsten abgenommen hat. Das heißt, jetzt ist es bald Winter. Na gut, kalendarisch hat der Herbst jetzt gerade erst angefangen, Ende September. Aber meteorologisch, also so von der Natur her sind wir ja quasi vom Verlauf der Erde um die Sonne herum, sind wir über die Mitte des Herbstes schon hinaus und bewegen uns zügig auf den Winter zu. Das heißt, es wird dunkel, es wird kalt, passt auf eure Gesundheit auf, esst ausreichend gesunde Sachen, zieht euch gut an und findet ausreichend viel Schlaf, denn Schlafen ist gesund und der Gesundheit sehr zuträglich. Ich hab euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.